Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Und Ranger meditiert wie so oft, bevor es losgeht. Wir schauen mal kurz rein, wir machen eine neue Fahndung und zwar Kelso auf der Suche nach Agent Kelso. Und wir schauen uns mal ganz kurz die Einsatzbesprechung an. Man kann nie wissen. Gehen Sie schlafen, ich habe genug von Ihren Verschwörungstheorien. Wie gut kennen Sie sie? Gute Nacht. Warum gingen Sie zurück nach New York? Ach, wir sind am Arsch. Bürger der Vereinigten Staaten. Ich bin Natalia Sokolova. Einige von euch haben sicher gehört, dass ich mit dem... Manny, komm. Kelso ist weg. Wir müssen sie finden. Verstanden. Agent John Solvell anrufen. Wir brauchen sie in New York. Den Bestand unserer Beziehung zu klären. So, wunderbar. Also, es geht um Agent Kelso, die verschwunden ist. Und den ersten Teil Civic Center haben wir ja schon im Livestream gespielt. Jetzt gibt's dann anschließend für den zweiten Teil Two Bridges, was als nächstes folgte, entsprechend Videos im 20-25-Minuten-Takt. Und dann sehen wir mal, wie es mit den nächsten Teilen weitergeht. Financial District und Battery Park, was ja erst die nächste Zeit kommt. Und da plane ich dann in der Zwischenzeit ein bisschen mit den klassischen Fahndungen hier, uns die Zeit zu überbrücken. So, Two Bridges, da sollen wir jetzt hin. Und da müssen wir schauen. Two Bridges ist hier unten. Jo, okay. Ich gehe mal wieder davon aus. Natürlich ganz klar, wir müssen einen Kontrollpunkt einnehmen. Also marschieren wir mal los. Und ab geht's. So, Dele, ich habe mir eine neue Waffe gegönnt. Und zwar, schauen wir mal ganz kurz rein hier. Eine AKM, und zwar in der Schwarzmarkt-Version, fand ich ganz poppig. Gut, ich habe es ein bisschen gepimpt. Also, dann schauen wir mal, wie gut das Teil ist. Und lassen uns mal überraschen. So, Dele, da müssen wir dann vorne wohl raus zum Haupteingang. Und dann schauen wir mal, was wir zwischendurch noch mitnehmen können, weil das sind ein paar Meter, 0,9, also 900 Meter bis zu diesem Kontrollpunkt. Wir könnten dann schon mal ein paar Schießübungen machen, zuvor erstmal hier durchladen. Ja, schauen wir mal. Ah, nee, die Kollegen, die wollen wir jetzt natürlich nicht erschrecken. Da höre ich doch was. Diddle-dum, diddle-dai. So, da haben wir jetzt ein paar Übungsobjekte. Okay, sieht doch ganz gut aus. Ja, ich glaube, damit können wir arbeiten. Jo, sehr stabil, sehr gut. Das liegt mir. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen das Nachladetempo etwas gesteigert. So, das sollte es gewesen sein. Und weiter geht's. Okay. So, als Fertigkeiten habe ich jetzt nur das Dröhnchen dabei und den Wiederbeleber. Kann ja eventuell nicht schaden. Oh ja, da wird es jetzt wieder etwas... Ah ja, sehr schön, ein bisschen Action, Action. Okay, soweit funktioniert das ganz gut. Hat zwar keine ganz hohe Schussfolge, aber es ist sehr stabil und somit lässt sich damit gut arbeiten. Ansonsten haben wir hier noch ein LMG. Schwuppdiwupp. Ja,
Ja, wir nähern uns, wir nähern uns. Noch 400 Meter. Ist da oben, oder? Ah, ja, ja. Wir könnten mal ein bisschen Munition. Kann nie schaden. So, 942, okay. Jo, ah, da kommt wieder was auf uns zu. Das könnte jetzt wirklich interessant werden. Oh, er ist ja noch nicht down, okay. Noch nicht down, mein Freund. Jetzt aber. Also, erstmal durchladen hier. Bevor wir das Material wegräumen. Jo, sehr schön, sehr schön. So, Dele. 200 Meter. Bis zum Spaß. Naja, gut, also die Kollegen lassen wir jetzt mal links liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber vor uns haben wir wieder was, da sehe ich es schon. Es erscheint aus dem Dunst. Oh ja, ich glaube, die haben uns schon. Ja. Okay, okay. Ach, wie ich das Teil hasse. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ja, 50 Schuss Munition wäre natürlich jetzt auch angenehmer. Ups. So, da ist noch einer unterwegs. Da ist noch einer. Gehen wir mal kurz nach oben, dann sehen wir das besser. Ja, da ist er. Oh ja, oh ja. Das hat ein bisschen weh. So, da links müssen wir hoch, aber wir holen uns erst noch mal ein bisschen Munition. Okay, ich erkenne es wieder. Ja, ist klar, da haben wir schon ein paar Mal Probleme gehabt. So, aber hier können wir auf jeden Fall unsere Verstärkung holen. Und ohne die wird es natürlich immer spannend. So, Dröhnchen raus. Oh ja, das ist wieder in ein Wespennest gestochen. So, mal ein bisschen aufpassen, ob irgendwas von hinten kommt. Ob sich irgendwas einmischt. Da gibt es ein bisschen Bum-Bum, okay. So, ah ja, da drüben von rechts. Ja, dich, ah,
Schade, schade. Jo, jetzt aber. Oh, 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 oh. Wer schießt da? Wer schießt da? Ja, ich hab's gemerkt. So, wie sieht's denn eigentlich aus mit unserer Verstärkung? Wo springen die rum? Wo kommen die? Sind die schon da? Sind die schon unterwegs? Oh ja, komm, 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 aufs Täschle. Ich gehe mal auf die Seite, dann hat es der da hinten nicht so leicht. Wir müssen es ihm ja nicht leicht machen. So, ich glaube, da hinten springen die Jungs rum. Die sind auf der anderen Seite, alles klar. Ja, ist doch gut, wenn sie die auf der anderen Seite beschäftigen. Dann kümmern wir uns um... Ah, gucke mal an, gucke mal an. Meint er, sich hier noch einmischen zu müssen? Boah. Oh, oh, da kommt was. Komm, bumm. So, jetzt nehmen wir doch hier mal die Granaten. So, wie sieht's aus? Da haben wir noch einen. Dann dürfte die rechte Seite soweit frei sein. Da oben ist auch niemand mehr. Und die Jungs sind beschäftigt. Kommt, 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 kommt. Feindliche Übertragung erkannt. Ja, mir fehlt irgendwie eine zusätzliche Schlagkraft in Form von einem Geschütz. Wenn 2-3 Schuss Munition mehr in dem Köcher wären, wäre auch nicht verkehrt. Ja, komm, beweg dich nicht. Das nützt dir nichts. Es konzentriert sich sehr auf mich und wird von hinten beschossen. Aus unmittelbarer Nähe sozusagen. So, da hinten springt noch einer rum. Jupp, ich denke, es wird Zeit, dass wir rangehen. Oh, 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 oh. Hä? Feindliche Übertragung empfangen. Wo ist denn da noch einer? Ach, da oben schießt einer auf mich. Okay, da kommt runter. Und das macht Sinn, mein Freund. Ja, komm, spring. Oh. Los geht's. Ich seh sie mit. Beweg dich mal. Komm raus und kämpfe! Sie müssen ihn finden. Ja, würde ich doch gerne. Okay, das war klar. Oh ja, der kommt von da oben. Eieieiei. Ja, ich glaube, wir müssen mal aufpassen. Nicht, dass sie uns in den Rücken fallen. So. Ja, okay, so. Hä? Ah, das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Schwere Verwundung entdeckt. Uiuiuiuiuiui. Eintreffende Verstärkungsanforderung. So, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Weil wir keinen Schutz von auf, ja, eben von der rechten Seite haben.
Übertragung empfangen. Oh, jetzt kommt er wieder. Oh, deswegen, da ein Scharfschützengewehr, so wie es aussieht. Ah, wie sieht es da oben aus? Nee, da oben bringt uns gar nichts. Ja, jetzt müssen wir langsam hier mit der Munition haushalten. Okay, kommen wir hier runter. Okay, okay, das passt soweit. Ah ja. Feindliche Übertragung erkannt. Oh nein, 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 nein. Wir werden jetzt mal die Seiten wechseln und da lang gehen. Jetzt mal auf die andere Seite gehen. Weil, wie gesagt, der Kollege da drüben macht mir ein bisschen Sorge. Okay. Okay, da sind... Oh, 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 da kommt was. Los geht's, mein Freund. So sieht das Ganze schon etwas besser aus. Oh, er wirft mit dummen Sachen. Na? Den machen wir jetzt weg. Gut, der ist aus dem Spiel genommen. So, jetzt kommt mit Sicherheit nochmal. Jetzt kommt doch noch mit Sicherheit was. Ja, das war es nie. Zusätzliche Feindkontakte. Natürlich, klar. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht uns wieder gegennehmen, so ein Fass oder irgendwas stellen. Ah, da drüben kommen sie. Ja, okay, er möchte es haben. Er möchte es wissen. Ups, ups, ups. Was ist da? Was macht da Krach? Wo sind eigentlich meine Kollegen? Wo treiben die sich eigentlich rum? Ich habe irgendwie so das Gefühl, als müsste ich hier wieder alles alleine machen. Ja, gehen wir mal hierher. Nee. So, beschäftigen wir dich mal. Es blutet, es blutet. Komm. Oh, keine Munition mehr. Ja, dann gehen wir mal rein. Irgendwo war doch hier, da war doch. Sehr schön, da fühle ich mich doch gleich wieder viel, viel besser und motivierter. So, ich muss da aufpassen, dass hier keiner hochkommt. Das wäre kontraproduktiv.
Okay. So. Oh, nee. Wegen einem Schuss wieder. So, wo sind da noch welche? Springt da drüben noch was rum? Ja, ich weiß es nicht. So, jetzt aber. Doch, ich wusste es, dass da irgendwo noch einer rumballert. Da sind noch mehrere. So, es ist durch. Aber er will hier noch was wissen. Ah ja, okay, da will jetzt einer hoch. Ich wusste es. Okay, weg hier. Ups, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Jetzt wird es natürlich ein bisschen kritisch, aber wir gehen einfach hinten rum. Und mit ein bisschen Glück erwischen wir ihn von hinten. Okay, die Drohne beschäftigt sich. Ah, der verfolgt uns. Das war zu befürchten. Okay. Ja, als wäre ein Geschütz richtig schön. Jo, ein Geschütz. Ein Königreich für ein Geschütz. Und ich habe das Gefühl, die kommt jetzt auch hier hoch. Das könnte sich noch ein bisschen ziehen, habe ich so den Eindruck. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. So, da ist noch einer. Weg. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ja, das war klar. Der berühmte schwer gepanzerte Feind. Von wo? Von wo? Ach, von da hinten wieder mal. Ja, ich hätte jetzt gerne Rakete. Ein Königreich für eine Rakete. Naja, die kriegt sie vielleicht mit. Okay. So, wer ist es? Er hier. Rising Hell, der will mir echt den Tag versauen. Nee, Rising Hell, meine Drohne kümmert sich um dich. Ah, also jetzt schießt wieder einer von da hinten. Wir wechseln, wir wechseln. Oh, nee. Und wieder einmal im Kreis laufen. Und es kommt, wusste ich's doch. So, haben wir da noch einen? Ich glaube, hier ist ganz okay, weil hier können wir... Ah, Rising Hell verpisst sich. Im Moment verpisst er sich. Ah!
Das war nicht so gut. Das war jetzt gerade nicht ganz so gut. Oh ja, dann gehen wir mal wieder hier weg. Mal schauen, was hier passiert. Okay. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay, da sehen wir nichts. Ja, da unten treibt sich einer rum. So, jetzt schauen wir mal, ob sich die Drohne wieder um Rising Hell kümmern kann. Müssen wir ein bisschen ran. So, jetzt aber. Ja, komm, Grub, komm, komm. Okay, soweit so gut. Feindlicher Anführer neutralisiert. Jetzt schauen wir mal, was wir mit ihm hier noch machen. Genau, schön von oben. Ja, genau, schön aus dem Versteck holen. Kelso hatte in Two Bridges irgendwas vor. Suchen Sie weiter, Agent. Sehr schön. Das scheint ja, als hätten wir das tatsächlich gewuppt hier. Okay, okay, okay. Wieder 2-3% dazu. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass wir als nächstes natürlich wieder einen Kopfgeldeinsatz haben. So, jetzt hänge ich aber ein bisschen an der Leine. Ja, genau. Aber erstmal hier ein bisschen einsammeln, denn wir wollen natürlich auch das uns Zustehende. Jo. Ja, sicher doch. War mir doch ein Vergnügen. Avec plaisir, Madame. Okay, weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen was einzusammeln. So, ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. So. Was hatte denn der Kollege da dabei? Alles klar. Liegt hier noch mehr rum? Liegt hier noch mehr rum? Stimmt, wir müssen ja logischerweise noch in den, feindliche Übertragung empfangen. Genau. Ding, 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 wo müssen wir rein? Wir müssen doch da irgendwo noch rein. Irgendwo gibt es noch feine, leckere Dinge. So, hier. Da irgendwo. So, wie kommen wir da hin? Ah, jetzt hält sie es auf. Sehr schön, sehr schön. Das Beste gibt's zum Schluss. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn Feines? Was gibt's denn für die Arbeit, für die harte, harte Arbeit? Na also, kann man doch nicht musern. Sehr schön, werden wir alles mitnehmen. Dann hier die Munition aufsammeln. Tja, und dann würde ich doch sagen, verabschieden wir uns zusammen mit dem Control Officer hier von dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns weiterhin auf der Suche nach Agent Kelso befinden. Also, bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Bahnfarmer. Bye.